Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat September. Ja, diesmal kommt er ein bisschen spät, ich weiß, aber es ist so viel los und zum Glück haben wir heute einen Feiertag und zwar den Tag der Deutschen Einheit, an welchem ich den Vormittag lesend im Bett verbracht habe und ein Buch mal schnell verschlungen habe. Gott sei Dank, denn ihr werdet nun gleich sehen, dass nun der September mein schlechtester Lesemonat bis jetzt in diesem Jahr war. Ich dachte ja, dass ich nie wieder so tief sinken werde und so wenig lesen werde, aber dann kam der September. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde euch wie immer meine Statistik vorlesen, meine gelesenen Bücher zeigen. Und zum Schluss gibt es noch ein kurzes Blabla über den September. Dann wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe wie immer alles vorbereitet, inklusive meinem Büchlein. Fangen wir vorne an. Die liebe Alice hat in diesem Monat 25 Buchzugänge gehabt. Das ist unglaublich viel. Wenn ich hier lese, war bis jetzt eine Zahl, die auch mit 2 beginnt, 22 Bücher im Februar. Ansonsten war ich wirklich immer unter dieser 20-Grenze und jetzt waren es 25. Ich habe definitiv viel zu viele Bücher gekauft. Ich habe mir schöne Bücher gekauft. Ich habe mir sogar, eigentlich wären es ja 27 Bücher, da ich mir 2 Bücher gekauft habe, die außerhalb der Statistik sind. Ich habe sie euch schon gezeigt. Meine Jane Eyre und Wuthering Heights Bücher in dieser wunderschönen Edition. Also diese hier. Wie schön, wenn man ein Bücherregal neben den Schreibtisch hat. Diese zwei hier. Wie gesagt, ich habe sie rausgelassen aus der Statistik, weil ich habe sie schon gelesen und sie sind eigentlich nur noch dafür da, falls es mal einen Reread gibt in Englisch und dann habe ich sie da. Also ansonsten waren es 25. Ich kann euch auch noch genau sagen, wie viele von was. Dann hatte ich allerdings ganz, ganz viele Buchabgänge, weil ich ja so unheimlich viel gelesen habe. Nein, ernsthaft, ich habe 8 Bücher gelesen. Das ist wirklich nicht viel. Das ist für mich eine Leseflaut. Ich meine, manch einer sagt, was, 8 Bücher, so viel? Im Juli war eigentlich schon mein schlechtester Monat mit 9 Büchern. Ich habe jetzt nur 1 weniger, allerdings sind die Seiten sehr, sehr wenig. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich wirklich immer über 10. Immer. Also es war wirklich schlecht. Allerdings habe ich aussortiert. Für die, wo auf meinem Blog sind, ich habe einige Bücher, die ich schon gelesen habe, aussortiert. Auch einige ungelesene von dem Sub und noch viel, viel mehr Bücher, die ich aufgenommen habe, weil ich ein so gutmütiger Mensch bin und sie einfach nicht weggeben wollte. Aber ich habe es jetzt gnadenlos rausgeschmissen. Somit habe ich 14 Bücher von meinem Sub geschmissen. 14 plus 8, das macht 22, wenn ich jetzt richtig zähle. Somit habe ich einen Plus von 3 Büchern und das macht einen neuen Sub von 451. Ja, ich habe die magische 400. 400? Wieso steht hier 400? Leute, ich habe einen Schriftfehler. Schaut euch das mal an. Uah, hier. Seht ihr das? Von 243 bin ich auf 448 gestiegen. Stimmt nicht. Alice, du musst deine Statistik besser führen. Nein, nicht 451, 251 Bücher sind auf dem Sub. Wie kann mir nur so ein Schriftfehler passieren? Bin nur menschlich. Ja, und zu beweisen, dass dieser Monat wirklich schlecht war, ich habe nur 2588 Seiten gelesen, macht durchschnittlich 86,27 Seiten am Tag. Mein schlechtester Monat vor September war ja der Juli mit nur 9 Büchern, aber allein da hatte ich schon 110,77 Bücher durchschnittlich am Tag. Ihr seht also, was für eine Talfahrt das diesen Monat war. Ja, allerdings gibt es auch Positives zu berichten. Ich habe bei meiner Serien-Challenge eine Serie beendet, und zwar die Wolves of Mercy Falls Reihe von Maggie Stiefvater. Ich habe in diesem Monat, also im September, In deinen Augen gelesen. Und ich habe natürlich für meine I am in English-Challenge ein englisches Buch gelesen. Meine Read the Classic Challenge ist immer noch gescheitert. Ich wollte keinen Klassiker zur Hand nehmen. Und das wird auch nicht mehr passieren, denke ich. Mal schauen. Ja, dann kommen wir hier zu der Hauptseite des Ganzen.
Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Bücher, die ich gelesen habe. Ja. Und zwar wäre das zum einen Night School, Du darfst keinem trauen, der erste Band der Night School-Reihe von C.G. Doherty. Sage das nicht? Doherty, so in der Art. Ich habe es mit 5 Büchern bewertet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es gab eine Videorezension dazu. Ich fand das Buch wirklich toll. Ein tolles Jugendbuch ohne Fantasy, mit Intrigen und Geheimnissen und Liebe und Verschwörungen und mysteriösen Todesfällen. Und es war einfach so toll und erfrischend. Und mir hat es einfach gut gefallen. Also ich habe auch Stimmen gehört, die fanden das nicht so toll. Aber ich meine, ich bin Rezensentin und gebe meine Meinung, meinen Senf zu einem Buch ab. Wie ich das eben in dem Moment fand, in dem ich das gelesen habe. So, jetzt. Da zeigt sich wieder auch der Unterschied. Viele haben das nächste Buch sehr gut bewertet, und zwar dieses hier, Schloss der Engel von Jessica und Diana Itterheim. Ich habe dem Ganzen nur knappe 3 von 5 Büchern gegeben, also es ist ganz knapp von der Zweiergrenze weg, weil es mir... Ich habe es zwar wirklich sehr schnell gelesen, es hat mich im Prinzip unterhalten, aber es hat mich mehr verwirrt, mehr aufgeregt. Die Hauptfigur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, Linde, hat mich unheimlich genervt und es hat mir gar nicht gefallen. Und so viele andere haben gesagt, dass es ihnen gefallen hat. Das ist der Unterschied, wir sind alle verschieden. Ach, ich habe gar nicht Schloss der Engel als nächstes gelesen, mei, immer vergesse ich das. Hier, Kindle. Nach Night School habe ich eigentlich Saphirträne, der erste Band von Jennifer Jäger, gelesen. Das war nur ein recht kurzes Buch, hätte als Buch 145 Seiten. Es war nicht schlecht, es war High Fantasy, gute Unterhaltung. Allerdings hätte ich mir gewünscht, wenn es schon mehrere Bände sind, dass wirklich da jetzt nicht der Schnitt gemacht wird. Der Schnitt wurde mitten in der Geschichte gemacht, sie hat noch nicht mal richtig angefangen und schon war es vorbei. Das war wirklich schlecht in dem Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das bewertet habe. Ich glaube 3 oder 4 Bücher hat es dafür nur gegeben. Genau, dann hatte ich Schloss der Engel gelesen. So, jetzt sind wir in der Reihenfolge. Und dann habe ich ein ganz, ganz tolles Buch gelesen vom Arena Verlag. Und zwar dieses hier. Sam und Emily, kleine Geschichte vom Glück des Zufalls von Holly Goldberg Sloan. Hat 5 Bücher von mir gekriegt. Dazu gab es eine schriftliche Rezension. Ach, und dieses Buch ist ein bisschen dicker. Das hatte dann schon wieder 428 Seiten. Es war wunderschön, weil es eben nicht eine plumpe Love Story hatte, die in der sich eben den beiden Liebenden Steine in den Weg legen, sondern eben dieses... kleine Geschichte vom Glück des Zufalls, weil alles, was die jeweiligen Protagonisten tun, hat Einfluss auf andere. Und dabei wirklich auf Randfiguren, ob es der Radfahrer im Wald ist, die Frau, die im Bus neben Sam sitzt, die Putzfrau vom Hotel, die Angestellte im Friseursalon, und das alles kommt so zusammen und du liest das dann und denkst dir, ja, weil der das getan hat, ist das passiert und sie hat das getan und das war so toll, also so wunderschön geschrieben und so wunderschön stimmig. Und das hat mich wirklich nur begeistert. Also das war wirklich ein sehr, sehr tolles Buch und das kann ich wirklich für Jugendbuchleser sehr empfehlen. Das hat mich wirklich begeistert. Dann habe ich als nächstes gelesen ein Buch aus meiner Lieblingsreihe, die hoffentlich noch ewig weitergehen wird. Und zwar Ein Jahr in Florida von Bettina Klein. Ich muss allerdings sagen, es war für mich eher so ein Jahr in, wie heißt denn jetzt die blöde Stadt? Miami? Genau, Miami. Weil die Autorin mehr in Miami ist als in ganz Florida. Sie erzählt schon was zu den einzelnen Staatsgebieten und wo sie auch ein bisschen war. Aber das ist mehr so nebensächlich und es ist wirklich eigentlich mehr so Miami und der Strand und die Häusersuche dort. Und es ist halt wirklich immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich diese Bücher sind, weil es sind ja immer verschiedene Autorinnen. Und es ist dann wirklich so, hier verwebt sie ganz gut ihr alltägliches Geschehen mit historischen Fakten. Also manche Autorinnen gehen auch mehr so auf ihr Privatleben ein, da ist sie eher so ein bisschen, gibt sie nicht so preis und echt so, was sie erlebt, so oberflächlich und dann eben viele historische Fakten. Das hat mir dann gefallen. Dann kam das Buch, was mir in diesem Monat
so ein bisschen das Genack gebrochen hat, weil ich über eine Woche dafür gebraucht habe. Und dementsprechend habe ich ihm auch nur 3 von 5 Büchern gegeben. Und zwar war das In deinen Augen von Maggie Stiefvater. Ich habe schon Stimmen dazu gehört, dass viele gesagt haben, ja, ihnen hat es gefallen. Und für Maggie Stiefvater muss man einfach in der richtigen Stimmung sein. Und ich gebe den Leuten definitiv recht. Maggie Stiefvater hat eine ruhige und so ein bisschen so melodische Art, ihre Geschichte zu erzählen. Mir war das dann zu ruhig, mir war das zu langweilig, es war einfach alles schon so klar und dann ist das Ende doch ein bisschen offen und ja, es ist ein schöner Abschluss der Reihe. Ich habe es gerne in meinem Regal stehen, vielleicht werde ich dem Buch irgendwann die Chance geben, es nochmal zu lesen, aber es ist bei mir bis jetzt immer so, dass mich von Trilogien die letzten Bände nie richtig überzeugen konnten. Das war bei Die Tribute von Panem so, das war jetzt bei In deinen Augen so. Ich überlege gerade, habe ich noch eine Trilogie beendet? Das war auch bei Rosendorn so, also Rosendorn von Jenna Black, da habe ich Band 2 und 3 dann in Englisch gelesen. Da war der dritte Teil auch gut, aber auch nicht umwerfend gut. Also es ist wirklich immer so das Einzige, wo mir eigentlich bis jetzt noch am besten gefallen hat, war bei der Edelstein-Trilogie, Smaragdgrün, aber war auch nicht so toll wie die Vorgänger. Also wirklich Trilogien, da habe ich eigentlich immer Angst vor dem letzten Buch, weil ich schon irgendwie weiß, das wird nichts. Also ich weiß, es wird mich nicht so begeistern, wie ich gemeint habe. Dann habe ich gelesen mein englisches Buch für diesen Monat. Die Rezension ist noch nicht online. Ich habe sie zwar schon geschrieben, aber wie gesagt, es ging drunter und drüber und ja, dazu später. Und zwar Girl of Nightmares von Kendara Blake. Ich habe schon den ersten Teil gelesen, Anna Dressed in Blood. Das wird auch bald in Deutsch erscheinen, Anna im blutroten Kleid. Ich glaube Ende diesen Jahres als Taschenbuch. Für jeder, der nicht Englisch lesen mag. Und den ersten Teil wirklich gern gelesen. Den zweiten Teil habe ich jetzt auch relativ schnell gelesen. Dafür, dass es Englisch war. Aber ich gebe auch zu, das gibt nur 3 von 5 Büchern, weil ja, es hatte einfach nicht die Dynamik vom ersten Teil und ich denke mir dann, warum dann nicht lieber nach dem ersten Teil aufhören und dann noch einen zweiten hinterher schieben, also es wird definitiv, wenn ich richtig informiert bin, nur 2 Bände geben und der zweite war gut, er war unterhaltsam, aber es war dann irgendwie nicht mehr so für mich so verbunden mit dem ersten Teil und die eben, wie schon gesagt, die Dynamik dahinter und das Geschehen und das Ende dann, das war Unterhaltung, aber es hätte nicht sein müssen. Mir hätte auch Anna Dressed in Blood alleine gereicht. Ich hätte da jetzt nicht mehr gebraucht. Und dann ein Buch, das ich dann noch auf einen Arm verschlungen habe, weil es wieder relativ kurz war. In Echtseiten wäre es ca. 122 Seiten. Es ist ein E-Book und zwar das neueste, wenn ich jetzt richtig informiert bin, von Nancy Selshow. Ich zeige wieder mein Kindle. Und zwar Doppelkinn-Bonus. Ja, das habe ich, wie gesagt, an einem Abend gelesen und es war so unheimlich lustig, das Buch, und so unheimlich unterhaltsam. Und das ist das erste Mal, dass ich dieser deutschen Autorin nur 5 von 5 Büchern gegeben habe, also die Rezension folgt noch. Ich habe sie schon geschrieben, aber sie ist noch nicht veröffentlicht schriftlich, weil das, wie gesagt, so lustig war, weil es eben wirklich darum geht, dass Romy, die Hauptfigur, pummelig ist, Größe 44 trägt und ihren Traummann findet, der umwerfend aussieht und ihre Rundungen liebt und dann in den ersten 5-6 Monaten in ihrer Beziehung abnimmt. Und auf einmal hat sie Kleidergröße 38 und fühlt sich wohl und toll in ihrem Körper und sieht umwerfend aus. Und jeder sagt ihr das, außer ihrem Freund, der ihre Rundungen liebt und sie eigentlich gern wieder so haben möchte. Und ja, das ist einfach so toll, mal einen Charakter, einen männlichen zu finden, der sagt, hey Baby, eigentlich stehe ich auf deine inneren Werte und auf deine Rundungen. Wobei dann wieder dieser Zwiespalt ist, dass es eben so ist, er sagt, ich akzeptiere dich so, wie du bist, wenn du Rundungen hast, aber nicht so, wie du bist, wenn du schlank bist. Und das ist natürlich dann für Romy, die weibliche Hauptfigur, so, hey, warum akzeptierst du mich nicht? Ich fühle mich endlich sauwohl in meinem Körper. Und ja, dann gibt es so dieses hin und her, indem sie sich kriegen oder auch nicht und Romy sich selbst findet. Und ja, das war einfach toll und lustig zu lesen und darum verdiente 5 von 5 Büchern, weil wenn ich mich gut unterhalten fühle von einem Buch, dann gebe ich auch diese 5 Bücher. Ja, das waren schon die Bücher, die ich gelesen habe. Ich kann meine Statistik zuklappen. Wie ich schon gesagt habe, nicht sehr viel.
Ich hoffe, es wird im September, Oktober haben wir jetzt, Oktober mehr. Aber ich glaube nicht so richtig dran, weil wie gesagt, es ist wirklich viel zu tun, viel in der Arbeit. Ja, heute ist Mittwoch, Gott sei Dank Feiertag, aber morgen wäre eigentlich schon wieder Donnerstag. Und für die, wo auch auf meinem Blog schauen, da ist der Top 10 Thursday da. Und ich bin allerdings auf Schulung, sprich ich komme jetzt sehr spät heim und kann dann nicht die Kommentare anschauen und dann wieder das zu tun, das zu tun, das zu tun. Und allein schon am Sonntag, wo ich ja eigentlich schon dieses Video drehen wollte, hatte ich dann so viel damit zu tun, meine Statistik zu aktualisieren, weil letzte Woche sehr viele Bücher gekommen sind. Ach ja, das wollte ich euch ja noch sagen. Es sind letzte Woche sehr, sehr viele Bücher gekommen und insgesamt war das dann so, dass ich diesen Monat mir 11 Bücher gekauft habe, 1 geschenkt bekommen habe und 13 Rezensionsexemplare zu mir ins Haus geflogen sind. Also das ist schon wirklich viel. Wirklich viel. Ja, und dann hatte ich irgendwie den ganzen Sonntagvormittag beziehungsweise noch spät aufgestanden, damit zu tun, diese Statistik zu machen, auf dem Blog, in meinen Büchern, ich habe ja mehrere, in meinen Büchern, und das war mir irgendwann zu viel und darum gibt es heute dieses Video. Ja, aber wir wollen jetzt nicht meckern, ich wollte euch ja noch ein bisschen was über den September kurz sagen, und zwar buchverwandte Sachen. Tolle Sachen im September waren zum einen, dass ich mir ein Lesezeichen von Ella habe machen lassen. Von Ellas Schmuckkästchen. Ihr kennt ja die gute Dame, die diese tollen Schmucklesezeichen macht. Und zwar war das dieses hier. So, probieren wir es mal. Ein schöner, riesiger Schmetterling. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte gern so eine Art Farbverlauf. Also nein, das war nicht bei dem, das war bei dem anderen. Das kann ich nicht zeigen, das ist ein Geschenk. Also hier, ich wollte hier eben so diesen Bronzeton, Bernsteinton haben, weil ich das eben ganz toll finde, diese Schmuckfarbe. Ist ja seit neuestem in. Und dann habe ich noch Post bekommen. Ist es da? Das hat ja eh nicht. Aha, gut. Ja. Eigentlich, ich meine, die Adresse steht eher auf dem Post. Airmail. Sieht man das jetzt? Da ist die Queen drauf. Also aus England. Und zwar habe ich gewonnen, ich habe es schon gesagt, aber ich wollte, und auf dem Blog habe ich sie auch schon gezeigt, aber ich wollte sie euch jetzt auch zeigen, und zwar Night School. Das hier ist das englische Cover. Und ich habe bei einem Gewinnspiel gewonnen und habe eben Karte und Lesezeichen gekriegt mit der Unterschrift der Autorin. Das fand ich unheimlich toll. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel darüber, also ihr glaubt das gar nicht. Für mich sind das immer so Schätze, die ich dann kriege. Und das war wirklich so eins. Ein anderer Schatz ist, wo ich kriege, und auch die Person, ist Annika, unser Schneewittchen auf YouTube. Die hat leider momentan viel zu tun und hängt ein bisschen mit Videos hinterher. Ich weiß nicht, ob sie bald mal wieder eins dreht. Ich hoffe schon. Annika war ja auf der Lesung von John Green. Und sie hat mir eine signierte Ausgabe mitgenommen von Das Schicksal ein mieser Verräter. Allerdings die englische Ausgabe, The Fault in Our Stars. Und das fand ich so lieb von ihr, dass sie mir mitten in der Nacht geschrieben hat, willst du ein signiertes Exemplar? Schnell, schreib, entscheide dich. Ja, ganz lieben Dank nochmal an Annika, falls du irgendwann Zeit hast, dieses Video zu sehen. Ich freue mich schon, wenn das Buch kommt. Weil da, wie gesagt, ich finde das immer toll, wenn Bücher von den Autoren signiert sind. Dann noch etwas auch zu John Green. Ich habe nicht sein letztes, weil wie ich heute vorhin bei YouTube gesehen habe, hat er eins hochgeladen schon, sein vorletztes Video gesehen, und das hat den Titel gehabt zu Do Businesses Need to Suck? Ich schaue ja immer gern die Videos von den Vlogbrothers, weil die sind nicht zu oft und sind immer recht kurz und das ist immer Unterhaltung für zwischendurch. Und in diesem Video hat er eben erzählt von DFTBA, heißt, glaube ich, der Versandshop, den er mit seinem Bruder hat. Ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall eben, wie die zwei das geschafft haben, junge Internetkünstler zu unterstützen, dass sie Geld verdienen können, ohne dabei ausbeuterisch zu sein und so weiter und so fort. Und ganz toll fand ich in dem Video, dass es eben jetzt etwas Neues gibt. Das gibt es bald bei diesem Versandshop. Und zwar Poster mit Zitaten aus John Greens Büchern. Er hat auch im Video im Hintergrund eins hängen.
Und die sind so toll, weil die so wasserfarbenmäßig sind. Echt wunderschön. Bloß 20 Dollar ist eine Menge Geld. Ich möchte sie trotzdem unheimlich gern haben. Auch wenn ich noch kein John Green Buch gelesen habe. Ja, das ist paradox, aber ich fange ja bald damit an. Sind die Zitate daraus wirklich wunderschön. Ich würde sie so gern rahmen lassen, eben auch in den Schlafzimmer hängen. Mal schauen, ob das klappt. Weil ich habe leider nirgendwo anders in der Wohnung Platz. Auch nicht hier im Bücherzimmer, weil ihr seht ja im Hintergrund, Kurt wird diese Wand nie wieder verlassen. Wenn das Bücherzimmer voll ist, dann wird auch nicht diese Wand voll gemacht, weil das ist Kurts Platz für immer und ewig, solange wir in dieser Wohnung leben. Und den würde ich nicht weggeben dafür. Also ich habe hier wirklich, und alle anderen Wände sind voll mit Büchern. Ich habe keinen Platz für so schöne Buchzitatposter. Wirklich schade, aber im Schlafzimmer würden sie sich eben auch gut machen. Ja, was ist sonst noch im September passiert? Sonst eigentlich nicht viel. Die Tatsache, dass ich zur Buchmesse fahre, wissen wir die schon seit August oder erst seit September? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich fahre ja dann in, ja, knapp noch über eine Woche, dann geht es zur Buchmesse. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Also sagen wir 1,5 Wochen. Das wird wirklich, glaube ich, ein Highlight im Oktober. Ich hoffe, dass ich mehr zum Lesen komme. Ich hoffe, dass ich mehr Zeit habe, auch ab und zu Videos zu drehen. Ich hatte jetzt unheimlich Lust, mich jetzt hier hinzusetzen und ein Video zu machen. Sobald irgendwie die Kamera anging, habe ich schon gegrinst, weil ich einfach Lust hatte. Ja, ich hoffe, dass bald die Arbeit ein bisschen weniger wird, weil es ist wirklich sehr, wie gesagt, schlauchend und schlecht für meine Lesestatistik. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich seit dem Wochenende den Vorsatz habe zu lesen, worauf ich Lust habe, weil sonst bin ich immer derjenige, wo sagt, ich lese so ein was nach der Reihe reinkommt. Und jetzt habe ich wirklich gesagt, lies, worauf du Lust hast, Kind, zu mir selber. Ich rede oft mit mir selber. Dann hast du auch mehr Spaß drin. Das hat man heute gesehen. Ich habe auf einen Rutsch den neuen Band von Amanda Hocking gelesen, die Tochter der Tyrell entzweit. Da ist es eh. Hier, das hier habe ich jetzt gelesen auf einen Rutsch. Ja, und das hat mir auch gut getan, wie als wenn ich mich durch ein Buch quälen müsste, weil ich jetzt sage, du musst als nächstes gelesen werden. Ja, das war schon wieder von mir. Zum Schluss noch, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Hallo an die vielen neuen Abonnenten. Schön, dass ich das zum Schluss sage. Ich habe mal wieder so drauf geschaut, habe gesehen, dass in den letzten 3, 4 Wochen wirklich ich an die 40 neuen Abonnenten hatte. Ich zähle das ja nicht Tag für Tag, aber da ist mir schon ein Unterschied aufgefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen Videos. Ich hoffe, ihr schaut ab und zu vorbei. Ich weiß nicht, was es als nächstes geben wird. Ich hätte eigentlich noch ein Regalvideo, damit es damit mal weitergeht. Ja, einfach mal schauen. Und vor allen Dingen einfach mal schauen, dass ich mir die Zeit nehme, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich eher so am Wochenende Zeit habe zum Videos drehen, wenn da die Sonne scheint und ich sie dann wieder aussperren muss, weil sonst alles hier so überbelichtet ist. Ja, finden wir doch jetzt endlich ein Ende. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über Kommentare freue ich mich unheimlich. Das ist immer toll, Feedback zu kriegen. Ich sage es wie immer, ob positiv oder negativ. Feedback ist Feedback. Man kann nur so lernen, ob man besser wird oder nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Feiertag, falls ihr heute noch dieses Video seht, also am 3. Oktober. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. Genießt den Sonnenschein, der zumindest heute hier in Niederbayern kräftig durchs Fenster scheint. Ich werde nun den Luxus haben und zum Essen ausgeführt werden und danach ein neues Buch beginnen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!